Willkommen zurück zu Fallout 3. Heute geht's mal mit Fallout los, weil draußen ist es definitiv noch zu hell und so macht mir Dead Space einfach keinen Spaß. Es muss dunkel dazu sein. So, wir erkunden heute ein bisschen Megaton. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen und er läuft schon da weg. Mit ihm müssen wir noch reden. Ich hoffe doch, Sie halten sich vom Ärger fern. Ich will für Ihre armselige Haut keine guten Kugeln vergeuden. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Reden wir über diese Bombe. Zeige ich euch später. Ist erstmal uninteressant. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Erzählen Sie mir mehr über Ihre Stadt. Ich muss jetzt gehen. Also erstmal unser Hauptziel, unseren Vater finden. Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Ja, hier, der hat erstmal nichts mehr. Was für bessere Manieren? Ich schlag dich gleich. Falsche Taste. Da wir eh kaum was hören, machen wir das mal aus, weil das rauscht sonst und das nervt mich ein wenig. Ja, gehen wir mal einfach weiter. Wer bist du denn? Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Crater-Seite. Das ist einer von denen, mit dem man nicht reden kann. Da steht zwar eh ansprechen, dann sagt er einen Satz, den der, wenn man Pech hat, immer sagt. Vielleicht haben sie auch manchmal zwei. Ja, und das war's eigentlich. Das ist wenn sie auch so einer. Möchten, gehen sie zu Moira, Crater-Seite. Und ich zeig mal für alle, die keine Kühe mit zwei Köpfen mögen, einen kleinen Trick. Wenn man hier in der Stadt steht, also geht nur in der Stadt und an der Kuh sich duckt und E drückt, kann man die Kuh umwerfen. Ich weiß nicht, welchen Sinn das hat, aber ich finde es lustig. Ist aber eine ekelhafte Kuh, wenn man sich die mal so anguckt. So. Wer bist du denn? Ich weiß, dass ich sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Ich suche meinen Vater, der Standardspruch. Oh Mann, Sie suchen nach Ihrem Vater? Das ist ja süß. Ist er abgehauen, als Sie noch ein Kind waren oder so? Unsere Eltern sind gestorben, als wir Kinder waren. Mein Bruder Leo ist der Älteste. Er hat meinen Bruder Andy und mich aufgezogen. War hart für ihn. Aber das wollten Sie sicher nicht hören. Tut mir leid, aber ich habe Ihren Vater nicht gesehen. Er hat nicht in der Lantern gegessen, das wüsste ich. Was sagt die Speisekarte? Dann können wir Nahrung kaufen. Was können Sie mir über Megaton sagen? Was gibt's Neues in der Stadt? Ich muss jetzt gehen. Zu diesen Punkten kommen wir später. Wir sind immer da, wenn Not am Mann ist. Also ich gehe jetzt erstmal die Hauptpersonen ab. Und hier liegt eine riesige, ja, Atombombe. Und sobald wir in dieses Wasser gehen, stehen wir in Strahlung. Halt dein Maul und red mit mir. Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft. Mein liebes Kind, willkommen. Willkommen in Megaton. Megaton. Ich bin Confessor Cromwell, Prophet des Atoms und Vater des unsterblichen Leuchtens. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit. Ich suche meinen Vater. Viele Besucher enden in einem der runtergekommenen Läden von Megaton. Sie sollten mit Colin Moriarty sprechen und ihre Suche dort fortsetzen. Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Erzählen Sie mir von der Kirche des Atoms. Ja, dann haben wir das direkt durch. Ja, was möchten Sie wissen? Was glauben Sie? Warum verehren Sie die Bombe? Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Reden wir über etwas anderes. Ja, ich finde es komisch, dass Sie eine Bombe anbeten. Es ist schade, dass Sie uns so einfach verspotten, ohne überhaupt unsere Glaubenslehre zu kennen. Interessiert mich ja auch nicht. Ja, mal weg hier. Haben Sie jemals Megaton verlassen, Beichtvater? In meiner Jugend bin ich viel rumgekommen. Aber das war ein anderes Leben. Sie suchen doch sicher Informationen und Ratschläge, oder? Ich kann Ihnen nur folgenden Rat geben. Im Ödland finden Sie keinen Reichtum, der den Reichtum in Ihrem Inneren übersteigt. Schwelgen Sie im atomaren Glühen. Dann werden Sie mich verstehen. Ich glühe dir gleich auch eine, du. So, von dem gehen wir weg. Der ist mir zu freakig. Ja, in dein Gesicht. Hallo. Ja, das normale Megaton-Siedler sind immer die mit ihrem einen Standardspruch. Er kommt mit den Wolken.
So, wir gehen mal weiter. The Church of the Children of Atom. Ja, da wohnen die Spinner drin. Ja, Hauptweg. Wollen wir den Hauptweg? Dahin ist der Hauptweg. Ich schalte mich mal an den Hauptweg. Und wir gehen erstmal in die Bar rein. Wer bist du? Normaler Siedler. Hallo. Verdammt. Sie sind neu. Richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ja. Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Kann ich mal die Speisekarte sehen? Können wir auch Sachen kaufen? Was macht man hier so zum Zeitvertreib? Was können Sie mir über Megaton sagen? Was gibt's Neues in der Stadt? Ja, hier. Moriarty denkt, er hat das Kommando. Aber Lucas Sims ist das Gesetz hier. Und das weiß auch jeder. Zeitvertreib. Naja, wir haben nichts Bestimmtes. Man beschäftigt sich eben irgendwie. Aber das geht Sie eigentlich gar nichts an, oder? Ja, wieso? Ich bin doch auch hier, Spinner. Ja, ich muss gehen. Du bist zu unfreundlich. Bis bald. Wer bist du? Wer hey, ein bisschen mehr Vorsicht. Das ist ein Neuer. Kann man nicht mal in Ruhe essen? Reden Sie mit Jenny oder Leo, wenn Sie was brauchen. Entschuldigung, dass ich unterbreche, Andy. Ich hätte nur ein paar Fragen. Das ist jetzt wieder dadurch, dass wir 7 Punkte in einem Attribut haben, Stärke. Sehe ich aus wie jemand, den man so einfach los wird? Ja, wir können mal gemein sein. Okay, harter Junge. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ah, da zieht er seinen Schwanz ein. Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Was können Sie mir über Megaton sagen? Das ist das gleiche wie, erzählen Sie mir was von Ihrer Stadt. Und was Neues in der Stadt. Dann machen wir mal das hier. Der Bereich außerhalb von Megaton? Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheiß Stadt. Nicht? Wenn hier nicht Ödländer wie Sie mit Ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Janie und Leo überzeugen könnte. Kronkorken sind übrigens die Währung hier. Die Leute müssen halt erfinderisch sein, wenn es kein Geld mehr gibt. Wir sehen uns später, Andy. Auch gut. Ich muss wieder an die Arbeit. Hä? Wo kommst du denn her? Ach, auch nur normaler Siedler. Und man sieht schon, wir können überall Sachen stehlen. Aber das machen wir mal nicht, weil das wirkt sich auf unser Karma aus. Und ich werde noch einen kleinen, kurzen Vote machen lassen, ob wir gut oder böse werden. Wobei ich direkt betone, wenn wir böse spielen, spiele ich blind. Ich kenne die Blind-Story nicht, ob sich da viel verändert. Ach Quatsch, der Hauptweg. Wir können übrigens auf Dächer springen. Hui und... Hui und... Hui. So. Das hier ist für mich der Hauptweg. So, hier kommen wir... Wo? Raus? An der Kirche. Okay, hier lang. Wir wurden vom Pfarrer zu Moriarty geschickt. Was haben wir hier? Armory. Waffenhaus. Sehr schwer verschlossen. Das heißt, sehr schwer ist Dietrich erforderlich Stufe 100. Ja. Jetzt sind wir auf der Rückseite. Ich glaube, das werden heute 2 oder 3 Videos einfach nur die Stadt mal ein bisschen erkunden. Erstmal ein bisschen lässig. So, bevor wir da reingehen, mache ich einen kleinen Schnitt.